Moins, what's up, Leute? SML Spieltag 5 oder so. Und Karma ist auch wieder dabei. Yeah, let's go. Jo, es geht gegen das Team von Drachenkeule, von dem ich halt den Namen. Ich glaube, war es nicht, wissen die nochmal, Rollum Knight? Wütenden Rolladen? Ah, nee. Nee, Rollum Knight, Rollum Knight war Not und Rudelrocker. Ah. Ich dachte, Wütenden Rolladen oder so. Auch irgendwas mit Rollum. Ja, müssen wir irgendwas mit Rollum, deswegen. Jo, auf jeden Fall. Wir wollen mal kurz unser Team vorstellen, bevor wir anfangen. Haben wir erstmal hier die Maggie Monika, die halt im Matchup insane ist. Weil mit Shadow Ball, Mystical Fire und Power Game hitten wir halt einfach alles irgendwie mit Core Mind, können wir noch ein bisschen Damage hochboosten. Und vor allem, ohne dass irgendwas bei mir dann gescarft ist, sind wir auch schneller als alles. Was echt geil ist. Das mach ist gut. Weiter. Mit dem Oscar. Ja, wir haben die Kolberberry für. Ah, okay, ja, stimmt. Ja, Kolberberry für Skuntank und für Geowatz, weil das Aussacker kann. Und Razaf, vielleicht so eine Scarf Knock oder sowas. Ja, aber allgemein, ich will eigentlich jetzt nicht unbedingt den Knock. Ich will eigentlich möglichst das für den Sucker Punch aufheben. Die Kolber. Okay. Also jetzt nicht unbedingt in so einem Knockoff drin bleiben. Auf jeden Fall jetzt Electros. Guter Alter. wie ist er jetzt oben, Oscar, ne? Ja, oben, Oscar. was sagen wir dazu? Das gleiche Set wie jedes Mal. Ja, ist ja wirklich so. Nur, dass es diesmal ein bisschen offensiver ist als sonst. Uff. Ja, T-Bolt als klassischer Stab, U-Turn ist klar, Flash Cannon für Amigento. Sowas wie Amigento, genau. Also vor allem Amigento und Geowatz. Und dann Flamethrower noch für sowas wie Forages und Durantis. Die Sache ist, ich hab das ganze Team am Anfang alleine gebaut, weil Adrian natürlich krank werden musste. Also ich kann sich sowas erlauben. Ja. Uff. Jo, dann haben wir hier Mawai mit Ironhead, Knockoff, Flammenwurf und den Tarnstein immer schön so zwischendurch in der Sprache wechseln. Ja, Eisenschild einfach als normaler Step, falls man mal was drücken muss, Knockoff zum Knockoffen. Wer hätte denn das gedacht? Unfassbar. Dann der Flamethrower, weil sonst Fortress leicht in Mauber reinkommt und legen kann. Und wir haben keinen Bock, dass irgendwer bei uns was legt. Und dann auch die Tarnsteine, einfach damit wir Tarnsteine haben. Und nice. Dann noch Full Fist Death, damit man in so Sachen reinkommen kann wie Lurantis und vielleicht auch mal das Amigento und eben auch die Ockerberry, falls das Amigento einen Feuerzahn dabei hat oder einen Flammenwurf. Genau. Dann der Besen Bernhard, absolute Legende, ja. Aber ich glaube, das ist bisher so der DP, mit dem wir mit Abstand am meisten dabei hatten, oder? Der war bisher fast jedes Mal dabei. Ich glaube, der war immer dabei, der Besen Bernhard. Das musst du jetzt erklären, mit dem 56 Spezialangriff. Das ist einfach so, mit dem Speed sind wir schneller als, ich meine, es war es, anyway, ich glaube, Skuntank müsste es gewesen sein, weil das hat 83 Speedbase. Folglich wollte ich so schnell sein, wie wir sein müssen, damit wir alles outspeeden können, was wir outspeeden können mit unserem normalen Investment. Dann 56 Spätzle-Tag einfach, weil das der Rest war, den wir noch hatten. Wir haben jetzt eh die größten Burg, selbst mit Evolid, einfach nur, weil das Ding nur 40 Deathbase hat. In beiden Werten. Folglich Full HP und dann halt noch den Rest in den Spätzle-Tag, wenn man mit dem Dark Pulse wenigstens noch ein bisschen was drückt. Damit das wenigstens noch ein bisschen ist, was machen soll. Das Ding hat einfach ohne Investment schon was doppelt so viel Spätzle-Tag wie Dev. Das ist krank. Ja, gut. Ja. Der gute alte. Der Flammenfrank, ne? War es ja. Flammenfrank. Habe ich noch nicht eingegeben, die Namen. Schade. auch ähnliches Set wie letztes Mal mit Workup, 3 Attacks. Treffen wir wahrscheinlich wieder so ziemlich alles. Der soll halt auch. Und ist wahrscheinlich auch wieder schneller als alles, ne? Was ist dein schnellstes Mon? Das schnellste von denen ist. Ist ein No-Glurak, falls ich, sage ich nicht, irgendwas übersehen habe. Folglich der schneller als alles. Ja. Und halt Scarfer nicht. Ja, Amigento hat nur 95, ne? Genau. Ja, Amigento nur 95. Und der ist halt dann auch naiv, weil alles, was halt dann beim Gegner schneller sein könnte, also Prio ist halt physisch ist. Genau. Müssen wir halt aufpassen vor so einem Didi-Glurak. Ne? No. Aber genau. Dafür haben wir ja den Haze auf Besen, Bernhard. Ja,
Weil die Stephanie gerade nochmal erklärt, also Defog einfach nur zum Defoggen Toxic, falls, weil der halt nicht groß Damage Output hat. Und Defog zum Defoggen, Toxic zum Toxigen. Ja, und Haze zum Hazen. Nee, weil die eben Sachen dabei haben wie Lurentis, wie Amigento oder sowas, die sich halt gerne mal boosten und folglich, die will ich nicht boosten lassen. Das ist genau der einzige Grund, warum das Ding hier mit Haze dabei sein musste, gefühlt. Und zwar immer vorhin was anderes reingeschaut, aber das ist halt das Einzige, was Haze konnte, deswegen, ja. So, dann noch Böller-Baldurin, hau rein. Guter alte Böller-Baldurin. Ja, Headsmash wieder für den Meme-Angriff und Stone Edge Liquidation, Step-Combo. Hey, Headsmash einfach nur mal spöllert. Headsmash ist der einzige Move, in dem Dreadnought das Forward-Trash two-shotten kann. Mal for real. Ja, dann sterben wir, glaube ich, nebenbei, oder? Beim Live-Op plus Headsmash. Der drückt einfach wie Scheiße und verreckt dabei. Ja, gut. So, dann schreibe ich ihm ganz kurz mal. So, dann schreibe ich ihm noch ganz kurz. Dann können wir schon mal wieder rüber rumgehen und nebenbei schon mal, was ich ja noch vergessen habe, bei mir, noch kurz das Team in Kalk eintragen. Leute, wisst ihr übrigens, was cool ist? Upsa, ich wollte nicht den neuen Tab erhören. Wisst ihr übrigens, was cool ist? Wenn man sich einfach mal so denkt, yo, lass einfach mal nebenbei einfach all deine Pokémon-Teams löschen. Klassiker. Das ist ein richtig geiler Moment, wenn du dann deinen Browser öffnest, gerade noch frisch deine Cookies gelöscht hast. Und dann so denkst, oh fuck my life. Und vor allem, ich habe meine, als ich meinen PC aufgesetzt habe, habe ich eigentlich meine ganzen Sets übertragen. Dann hätte ich wenigstens noch die älteren ein bisschen. Aber Problem ist ja, in der Zeit ist dann eben auch ich muss überlegen, was wollte ich halt sagen. In der Zeit habe ich dieses Dokument halt dann gelöscht irgendwann. Folglich mir fehlt jetzt gefühlt alle. Ich habe jetzt halt keine Gen 7 Teams mehr, auch wenn ich die nicht groß brauche. Aber vor allem fehlen es meine ganzen geilen Monotype-Teams, die ich in Gen 7 gebaut habe, die mega insane waren. Okay. Kann der Junge sich jetzt. Ja, okay, sag mal so, wir haben ihn gerade auch ein bisschen warten lassen. Ja. Okay. Dann gehen wir hier mal. Feine User hier. Und wir fügen jetzt hier einfach Fahrstuhlmusik ein. Ah, das wäre jetzt wieder zu viel Aufwand. Was denn für Aufwand, Fahrstuhlmusik? So, Custom Game wollten sie ja, ne? Er ist alleine, by the way. Ja. Folglich. Respekt, dass du hier in der Zweier-Team-Liga mitmachst. Hey, what the fuck? Oh, ich glaub, der. Ich habe das halt nicht mehr ausgewählt. Das wäre jetzt. Untitled 4. Gut, mal wieder keinen Namen verteilt. So, das ist. Let's go, und ich hoffe, wir raffen es irgendwie, dass wir jetzt mal positiv stehen. Der ist noch ungeschlagen, ne? Ganz schön hartes. Der ist noch ungeschlagen, glaube ich. Okay. Ich glaube. Folglich, wir werden richtig reinscheißen. Ja, 4-0 steht da. Aber wir können gewinnen. Wenn wir nicht Mist bauen. Und ich sehe uns schon Mist bauen. Ist halt so. Ja, aber die Sache ist halt wirklich. Wait, ich will mal was schauen. Ich hatte irgendwie kurz Angst, dass wir irgendwie ein doppeltes Item mit Miss Mages und dass ich da irgendwie jetzt ein Live-Abo so aufgepackt habe, aber nie, da ist die Körper drauf, deswegen. Ja. Oh, fuck it. Ich habe gerade eben erst gemerkt, dass ich mein Gold schon, wie es ist, ja noch die Musik drin ist. So, aber die haben Glurak nicht dabei. Oh, das ist gut. Glurak Lurentis ist auch nicht dabei. Dann war es auch nicht dabei. War Amigento gerade dabei? Ah, nee, ja, ist es. Okay. Dann. Luxra ist auch nicht dabei. Und der Gott ist nicht dabei. Seong ist nicht dabei. Er ist nicht dabei? Seong ist nicht dabei. Und eben Glurak und. Was war es gerade noch? Glurak und Luxra.
Das ist okay, I guess, oder? Jo, geht klar. So, Jo, warte, jetzt schicke ich den erstmal hier rein. ich würde halt von Anfang an, also sollen wir gleich, soll ich schon mal anfangen zu reden oder noch nicht so? Okay, So, ja, also was? ich würde schon mal von Anfang an probieren, das VHS so also viel Millionen unter Druck zu setzen, heißt, wir leaden einfach so wie immer mit Electros. Wir könnten auch mit dem Affen lieben, so, by the way. Ja, können Was denkst wir. Aber ich habe jetzt keinen Bock auf sowas wie Geowatz im Lied bei denen. Ja, gut. Was denkst du, was. Was Rassaf? Ist Rassaf Scarf, denkst du? Oder. Ich kann mir gut vorstellen, dass er gescarft Könnte ist. Kann ich mir sehr gut ich mir vor. vorstellen. Könnt, also, dann Amgento ist halt klar, Draschel ist wahrscheinlich klar. Ja, Amigento Drasche ist klar, das stimmt. Fortress wahrscheinlich entweder Leftovers oder irgendeine Antibeere, kann ich mich mal Ja, vorstellen. So, Anti-Feuerbeere kann Anti. sehr gut sein. Geowatz könnte ich mir eine Weakness Policy vorstellen. Ja, kann auch sein. Und Skuntank dann Und. vielleicht irgendwie Black Sludge oder Life Ja, Orb. kann auch sein, dass der Schucker ist oder so. Ja, das kann auch sehr gut sein. Ich merke gerade immer mehr, wie ich keinen Bock auf dieses Raschel habe, ne? Wir müssen gucken. Der Ja. kann, der will bestimmt wischen mit dem die ganze Zeit, also Das kann kann sehr ich mir gut sein. vorstellen. Ja, ich würde einfach mal mit Letros lead und dann halt schauen, was die so machen. Genau. Weil, ja, Sarah ist aber Letros im Lead. Du machst damit eigentlich gefühlt nichts falsch. Okay, Pferdefleisch schon rein. Sollen wir auch mal Flash Cannon machen oder? Ah, denkst du, was ist denn, wenn der Weakness Policy ist und Stone Edge drückt? Das wäre natürlich nicht so cool. Also. Dann sterben wir halt instant. Ja. Ah, wir brauchen doch Electros nicht, Leute. Aber andererseits stirbt er halt, wenn wir. Also. That's dirty. Der hat Sturdy, ja, aber der geht auf 1% runter. Ja. Und wir haben halt theoretisch Prios. Was für ein Und. Prius? Ja, also Theoretisch. kann ich Murkrow Sucker Punch und Revive Sucker Punch. Theoretisch, ja, theoretisch haben wir welche. Ich dachte irgendwie, du jetzt meinst, dass wir welche dabei haben. Nein, nein, wir haben theoretisch welche. Ja, wir haben drei Monster mit Sucker Punch. Theoretisch. Aber wollen wir. Sache ist halt, wenn wir jetzt auf Hitturn gehen, wo, in was holen wir rein? Na, der wird ja nicht. Der wird jetzt ja nicht auf eine Bodenattacke gehen, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, würde ich auch nicht sagen. Wir können ja theoretisch Kamalm gehen, oder wir könnten. Ja, also eigentlich könnten wir nur Kamalm gehen. Oder Mawile. Ja, das Ja. macht aber nichts, weil der kann ja dann theoretisch Speed haben und Ja, dann einfach EQ'en. Das ist das ja stimmt wieder. dann Also einfach nichts U-Turn. wirklich. Sehe ich auf jeden Fall möglich, ja. Vielleicht ist es auch einfach Wollen jetzt Full wir? Speed. Das wäre nicht so schlimm, Ja, oder? Wäre das das ja will ich schlimm? nicht. Also, wir würden halt natürlich viel Damage kriegen. Ja. Ja, danach kommen wir halt einen Safe Switch. Ja. Wir müssen uns im Team halt schneller sind. Jo, U-Turn. Go. Okay. Rocks, okay, der Okay. ist wirklich schneller. Folgendermaßen nehmen wir jetzt den Dreadnought. Jetzt kommt ziemlich sicher Das Fortress. Drasche kommt jetzt, Oder denke ich. Fortress. So, also der Test Smash, oder? Ich will jetzt noch nicht zu viel Gut. overpredicten, weil die Sache ist halt, wenn jetzt in Drascher geht. Und jetzt müssten wir jetzt theoretisch in Murkrow. Und ich habe jetzt keinen Bock, Murkrow in Golem reinzuschicken. Naja, was denkst du, reicht denn Stone Edge plus Head Smash? Gegen Shelgen. Oh, wie viel war ein Headsmash da? Ich habe den Headsmash bei ihm, glaube gar nicht gekalkt drauf. Warte mal. Hab's gleich. Ja, das reicht. Wenn der Raschel. Fist Death ist, reicht das niemals. Also Combo meinst du, oder wie? Wie macht denn das? Ja, okay, Headsmash machen halt kann man die Hälfte, ne? Wenn der Full Fistiff ist. Jo, deswegen. Besenbernhard und Toxic. Was machen wir jetzt?
Wir können jetzt nicht, wenn wir jetzt halt drin bleiben und Liquidation drücken, kriegen wir halt unnötig Damage, wenn wir halt eh keinen Damage machen. Ist ja dann wieder blöd irgendwie. Ja, aber im Prinzip, ja, also ist ja auf jeden Fall jetzt, Headsmash würde ich jetzt nicht drücken, auf jeden Fall. Ich finde, wir können einfach Liquidation drücken, wenn er in Shellgun geht, wird. Na, dann gehen wir einfach in Bernhard. Dann können wir theoretisch defogen wieder. Ja. Also, Lick, go. Wir gehen jetzt auch in Fortress. Oder geht er auch in Fortress? Ja. Könnte theoretisch. Ja. Weil da ist die heftige Nameception mit Rouladen und Schulecker. Alter. So, jetzt Macro. Ich guck mal. Eviolite. Wir werden nämlich genug Schaden machen, ich will ihn aber toxen. Ich will den clean toxen. Ich kann auch Evil haben, glaube ich. Warte, ich guck mal. Der ist nicht voll für Steph, by the way. Echt nicht? Nee. Nee, ist er nicht. Stimmt, ja. Weil wenn der... Vielleicht ohne Wesen. Ja. Ohne Wesen könnte jetzt sehr gut hinkommen, aber... Der ist irgendwie Mixed Defensive, irgend sowas. Ja, der ist Mixed Def, das kann sehr gut hinkommen. Vielleicht auch nicht Full HP oder sowas. Kann auch sein. Also, jetzt in Murkrow? Ja, Murkrow. Oder wollen wir Rocks legen jetzt? Die Sache ist halt, die können halt safe spinnen und ich weiß nicht, ob wir jetzt unbedingt was... Aber der will ja nicht safe spinnen gegen uns. Nee, was ich ja meine. Oh, wir können schon noch tief auf Sylvedi haben, aber warum sollten wir jetzt was legen, was wir dann eh so schnell wie möglich mit Murkrow bei uns auf der Seite weghaben wollen? Mit Defog. Das wäre irgendwie auch sinnlos, wenn wir jetzt hier was legen wollen. Aber wir müssen aufpassen, ne? Dass Razov kann Defiant haben. Ja. Ja, wir haben Haze. Ja, aber ich verliere einen Mann dann. Passiert. So, Murkrow, ne? Ja. Raw, okay. Ja, okay, okay. Setup. Ja. Setup können wir jetzt schlecht, ne? Wie viel machen wir denn mit einem so Mini-Monika? Also wenn er kein Investment hat, dann... Ja, 38 bis 46 habe ich halt auch. Jetzt ist ja Desi-Team gerade geil. Vor allem, weil wir den Powergame jetzt eh nicht brauchen, ne? Weiß er ja nicht, ne? Dass wir das nicht haben. Ja, wir würden das machen. Der ist Ling. Ja, wäre halt ein safer Two-Shot, ne? Also haben wir Shadow Ball. Mal schauen, was die machen. Wollen wir einfach mal. Ja, wir können einfach mal Shadow Ballen, theoretisch. Ja. Okay, das ist doch AV, oder? Das ist doch clean AV. Das würde uns nicht wenig Schaden machen auf dem Skuntank. Bei wie viel war das jetzt gerade? 13,9, ja, der ist halt full Spätstef. Ja. Der ist halt full Spätstef, der Junge. Ey, die jetzt nicht, aber full Spätstef. Ja, kann ziemlich Spätstef sein. Kann aber auch EV sein trotzdem, ne? Geht beides. Ja, klar. Was wollen wir machen? Mawile, hätte ich jetzt gesagt, oder? Weil er halt weiß, dass wir rausgehen werden, deswegen. Ja. Ja, ich werde auch trotzdem Mawile gehen. Wir können auch wieder in Murkrow gehen. Electros können wir natürlich auch gehen. In Murkrow endlich die folgen wir auch was. Weil so oft kriegen wir ihn auch nicht mehr in Rocks rein. Naja, vor allem haben wir keinen Roost. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ja, ist halt wirklich mehr reingepasst, ne? Das war halt kritisch. Sonst hätte ich halt ohne Tech-Move gespielt, aber...
Ist auch irgendwie kacke dann. Also, Murkrow oder Mawile? Naja, nee, Murkrow macht halt nichts, ne? Aber der kann halt defongen. Ja, aber... Der kann einfach nochmal Rocks legen. Ja klar, aber... Diesmal, wenn wir das richtige Mon drin haben, können wir ihn auch instant killen. Ja, komm, wir gehen in... Mawile. Ah. Well? Okay, Mawile, go. Ja. Okay, so kommt ja auch keiner. Jo? Ach man. So. KK. Electros? Lass mich überlegen. Wait, ich will halt kein Skantech Knockoff. Ja. Okay. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, ob der das kann oder nicht. Das ist halt warum die Sache. Die? Wollen die unbedingt. Denken die jetzt, dass wir mit Mawile drin bleiben oder nicht? Oder denkt er jetzt? Ich fiel jetzt im Plural, Alter. Er verliert halt nicht so viel einfach. Oder? Na klar. Wir haben jetzt irgendwie so ein Fire, Flash Fire, Mann, das wäre jetzt irgendwie insane. Warum kannst du sowas nicht, bist du mich hier? Warum? Ja, Electros. Würde ich jetzt aber auch gehen. Weil der fängt halt quasi alles ab, was er jetzt drücken kann. Oh, ich will die Dings nicht verlieren. Weil es halt nicht, wait, wie viel, muss mal kalken, wie viel Investment hatten der? Ob der jetzt irgendwie hier vielleicht auch mit minus Spez Attack gewesen oder so ist, dass der vielleicht dann eher normalerweise Fist Attack ist. So, ich habe jetzt hier Fire Blast Anzeige bis 33,5. Und es wär's. Okay, es wäre entweder Min-Roll mit dem stillen Wesen oder Mid-Roll mit einem. Oh, Mid-Roll bis High-Roll mit einem sachten Wesen. Ich glaube nicht, dass der Minus Attack. Der wird schon Minus Spezialangriff sein. Sowas. Was anderes macht halt keinen Sinn für ihn, oder? Kann aber noch Minus Speed spielen, aber. Ja, also Minus Speed sehe ich auf Scantank halt nicht. Der Speed, dafür ist der Speed zu gut. Wir fällt auch schneller sein als Dreadnought oder sowas, bevor der Regen draußen ist. Ah, da ist ja zu spezial defensiv dafür. Wie siehst du gerade Set von dem? Wie siehst du jetzt gerade Set von dem? Fireblast, Knockoff. Keine Ahnung. Der kann auch noch irgendwie Restock sein oder sowas. Ja, warum spielst du Restock auf einem Scantank? Vielleicht würde das hochhalten. Ich weiß es doch auch nicht. Ich dauere niemanden. Ja komm, wir gehen in Electros. Ja. Ping. Easy. Hexectros ist mal wieder da. Einfach T-Boten. Oder? Einfach straight böllern. Hier jetzt gesagt. Also wenn wir gleich nochmal U-Turn. Falls jetzt in Shellgun gehen. Denkst du, der bleibt drin? Bringt ihm ja auch nicht viel. Der will den ja auch irgendwie hoch. Gegen unser Miss Mages. Wie viel machen wir eigentlich mit Electros gegen den? Das will ich ja mal kurz noch wissen. Tibo macht 32 bis 39, also so heftig drücken tun wir jetzt auch nicht, dass er jetzt rausgehen muss. Aber es bringt ihm ja nichts, drin zu bleiben. Er kann ja von mir aus jetzt Knockoff drücken, aber der will den ja fit halten. Ja. Also eigentlich können wir U-Turn gehen oder halt
Flash Cannon oder. Ja, also EO U-Turn. EO U-Turn. Das Gameplay nicht gut an. Nee. Wäre mal first auf die Flashkanne gegangen. Tja, hätte man machen können, ne? Da wäre er jetzt lower gewesen. Der wäre derzeit schon auf 1% nur so gewesen, dass du ihn easy hättest abfrühstücken können. Aber ich mag dieses Gold im Hintergrund gerade absolut nicht. Okay. Gut, dann Nickname. Die Sache ist, bei Mauer fehlt jetzt halt die Ockerberry, ne? Das gefällt mir gerade nicht so. Aber Mauer ist halt der einzige Safe Switch in das Ding. Einfach nur, weil ich glaube, keines von unseren Mauern will jetzt so eine 120er Multitech fressen. Ja, wir können auch in Zimmisier gehen und Gangshot drücken. Das können wir natürlich auch mal. Die Sache ist, beim Gangshot, der macht, glaube knapp 60%. Der macht nicht so unfassbar viel. Das war einfach der beste Move gegen Sylvain. Der killt uns ja auch nicht, oder? Ist ja Fairy. Eigentlich nicht, aber ich werde gerade so wenig wie möglich machen, dass dieses Shellgun ständig reinkommen kann, weil ich halt mega keinen Bock auf den Jungen habe. Ja, wir können den theoretisch poisen dann. Ja. Das wäre noch mehr Kacke, weil dann können wir ihn ja nicht mehr toxen. Ja, was willst du denn sonst machen? Ich will nicht in Morweil gehen, der Trick Flammenwurf ist tot. Ja. Und Simisier. Auch wenn er schon wieder die Rocks rein muss, weil es tut halt so weh, als der Murkrow Simisier so alle die Rocks reinzuwerfen. Ah, ja, okay, Simisier, go. Jo, und Gangshot. Oder? Die Rocks sind halt gerade so scheiße. Golem, okay. Da wäre jetzt noch ein Grass noch drauf, ne? Ja, Electros, oder? Nee. Ich könnte mir vorstellen, dass er doppelt jetzt. Oder dass der nochmal rausgeht und scoutet für. Also will ich Simisier drin lassen? Nee, hab ich nicht gesagt. Okay. Ich kann mir vorstellen, der scoutet jetzt für den Grassnut. Und geht entweder in Shelgen, könnte ich mir vorstellen jetzt. Ja, folglich gehen wir jetzt in Katja. Kiefer Katja. Okay. Also würde ich jetzt sagen. Okay, können wir machen. Go. Bitte lass es nicht irgendwas draufgeben, bitte. ich mir überlegen, wenn wir auch mal die Rocks drücken sollen, weil die halt zwei Defogger dabei haben, theoretisch. Und wir mal tryen sollen, ob die vielleicht selbst einen Defogger haben, weil wir kriegen halt Mercury jetzt nicht so oft in die Rocks rein. Wir sollten uns irgendwie mal ein bisschen mehr gegen Early Rocks preppen, ne? Mal ein bisschen da rumtaunten oder sowas. Ja, aber hätten wir jetzt mit Murkrow auf dem. Nee, Linoon, Alter. Okay, er macht das, ja. Nice. Der ist jetzt mega unlucky. It's a crit. Ja, gut, der kann ja auch einfach. Also mit zweiten werden wir jetzt die zwei Edges, aber ja.
Ne, noch eine lecken Wait, jetzt nicht. was in Damage waren das jetzt? Ist es. Das will ich erstmal schon. Ja, ich schau gerade schon. Wait, wie viel hat er gemacht? Das Ding ist Full Attack Damage. Also, wait, ja, das Ding ist Full Attack. Golem. Und der hat auf jeden Fall Speed, sonst wäre er nicht schneller als wir. Heißt, er ist halt safe, safe Full Attack Golem. Halt, full, so. Full Offense Golem halt. Ja, es ist halt hier Schiefer gerade abwerfen, oder? Also die Rocks ziehen halt eh nichts mehr raus. Naja, ja. Da kommen auch nichts mehr rein, heißt wir rocken. Wollen wir jetzt einfach zu rocken und schauen, ob vielleicht irgendwas funktioniert. Krass, dass es ihm einfach egal war, dass wir kein Dings haben. Okay. Oh, okay. Dreadnought. Muss ich sagen, ist er jetzt wieder bei Dreadnought? Dann wieder die Chalgen rein, ne? Dreadnought und dann direkt die Double in Murkrow. Das hält auch. Na? Wir müssen die jetzt die Plays machen, Mann. What should we doing now? What do we do? Ja, müssen wir halt machen. Probieren wir es halt. Und dann dreht jetzt in den Merkur rum. Kannst auch mal Headsmash drücken jetzt. Können wir natürlich auch machen. Mhm. Aber wollen wir das? Bitte, bitte, geh es rum. Auf, nice. Jetzt, Defog oder Toxic? Defog. Nee. Wohl. Doch, Defog ist wichtig. Defog ist ja gerade sau wichtig fürs Team. Okay. Ich will ihn jetzt auch sehr gern Toxen, aber wir brauchen jetzt den Defog hier. Weil der ist halt. Überleg mal. Jetzt Toxen wir den. Und er drückt Roar. Was machen wir dann? Haben wir nicht Murkrow beim nächsten Mal auf die Rocks auf 25%, dann macht er auch nichts mehr. Wir rocken. Wollen wir einfach Dark Pulsen? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, die wollen jetzt rocken. Vielleicht kriegen wir einen Flinch raus oder sowas. Das heißt ja, wie viel machen wir denn mit dem? Ich will hier gerade schauen. Wenn der Offense ist. Ja, wir können ihn two-shotten, theoretisch. Es besteht die Wahrscheinlichkeit des two-shottens. Yo, Dark Pulse, go. Flinch! Lol. Flinch! Oh, das war jetzt nice. Merkur, du bist es. Ich überlege gerade, gehen jetzt ein Slay aus, wir drücken Tox. Na, die gehen jetzt wahrscheinlich in Dings, in Skuntank. Oder in Silvelli. Silvelli drückt halt mehr jetzt. Willst du Toxigen? Ich würde halt auch da abkürzen, so ist nicht.
Aber dann ist das Golem weg, jetzt weil ich absolut keinen Bock auf den Jungen habe. Jetzt meinst du ganz nebenbei, wie fühlt sich eigentlich die Anatomie des Geowatts? Der, eigentlich müsste nach hinten umfallen, oder? Ja? Hier nach vorne, Mann. Der Kopf fällt da vorne raus und der Kopf wiegt safe sau viel. Der wiegt's. Um mal Unge zu zitieren, der wiegt doch locker eine Tonne. Oder drücken wir einfach Dark Pearls. Vielleicht wollen wir einfach einen Safe Switch haben jetzt. Denke ich so, ja, brauchen wir jetzt. Wobei die wollen eigentlich. Ich könnte mir vorstellen, die wollen die Rocks nochmal. Der will die Rocks nochmal. Ja. Und noch einen Dark Pearls werden sie jetzt nicht mehr tanken. Sondern einfach so ein Electros. Ich will jetzt auch nicht, dass jetzt irgendwie hier einer auf Scheiß. Das jetzt auch einer auf Scheiß egal machen und so. Jo, die gehen jetzt eh raus, drücke ich einfach Rocks. Hab ich auch gerade keinen Bock drauf. Ja, wir können auch einfach nochmal Dark Pulse drücken. Ja. Und Murkrow hat einen Kill! Weil ich glaube, letzte Woche hat er ja eh 2 gemacht oder so, ne? Schon mal kein 6-0, Jungs. Wie jedes. Immer die erste Freude. Jo, kein 6-0, Leute. Auch stabil, wir haben um. Wir kämpfen jetzt schon seit knapp. Wie lange dauert die Aufnahme jetzt? 36 Minuten und haben 12 Runden rumbekommen. 14 Runden rumbekommen. Stabil. Das läuft auf den Timeout raus, oder? Und wir dauern unsere Kämpfe immer sau ewig. Wenn wir noch so 80 mal überlegen, Alter. Aber Bernhard hat seinen Job gemacht und vor allem jetzt können wir keine, glaub, keine Rocks mehr legen, oder? Nee. Also er kann theoretisch noch Spikes und Rocks auf Dings haben, aber kann sein, dass er noch Spikes legen könnte. Und ich könnte mir vorstellen, dass er halt noch denkt, wir haben noch Heatwave auf jeden Fall. Jo, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, deswegen wollen wir jetzt nicht in Fortress, vor allem weil wir es jetzt vorher ja auch gespielt haben. So. Hm. Und wir fänden jetzt cool, wenn die jetzt in Schergen gehen. Ich weiß nicht, warum sie da reingehen sollten, aber es wäre cool, wenn sie es machen würden. Willst du den etwa toxinisieren? Ich will ihn hazen, Alter. Damit er seine Evo Light Boost nicht mehr hat. Ja moin, das sehe ich im Play. Ich bin mir noch nicht sicher, wie wir den Tod kriegen wollen. Nehmen wir den Toxin. Irgendwie. Ja, ich hatte eher die Bedenken bei dem Jungen. Wollen wir einfach den Toxen und Scheiß auf den? Weil ja, der war dafür da zu defoggen und für irgendwelche Setups zu hasen. Ja, was haben wir denn in den Schergen? Und wenn der jetzt auf ein Setup, dann hasen wir den ja trotzdem noch. Ich würde jetzt toxigen. Willst du jetzt hier den Murkrow-Boy weghauen, wenn der das einzige Ding ist, was hier irgendwie Schergen wegtoxen kann oder so? Weil sag mal so, wir können es so weit rausführen, dass wir am Ende mit Miss Vages am Ende nur noch dastehen, einfach Core Minden gegen alles. Ja, das Ding ist, was willst du jetzt sonst machen? Ich will jetzt in die Letchers gehen, ne? Ah, oh, nee. Oder in Simis hier. Brauchen wir denn Simis hier so sehr? Brauchen wir halt nicht, erstens. So, sag es bei Simis hier halt jetzt, gleich das Golem weg ist, drückt er halt nochmal deutlich besser. Nee, tu doch nicht. Ja, okay, ja. Killt uns. Nee, mit Gangshot und Rockstar haben wir jetzt wenigstens normal effektiv. Ja, gut. Aber, was ist denn mit dem, was ist mit unserem Böllerbriss? Macht der noch so viel? Sagen Schalgen da ist? Nein. Und allgemein macht der ohne Regen halt. Der macht halt echt nicht viel in dem Match, leider. Der macht halt leider echt nicht viel. Aber den jetzt abzuwerfen ist halt auch nicht irgendwie Sinn der Sache, weil der haben wir den dann umsonst abgeworfen. Ja, klar. Aber irgendwie trotzdem, der macht nicht viel in dem Match. Zwei Monster sind clean schneller. Zwei andere tanken fast alles von dem. Und dann ist ja noch das Grundtank da. Ich
Elektro ist halt kein Play, der killt uns halt mit zwei. Was meinst du? Elektro ist halt kein Play, der killt uns halt mit zwei. Ja. Wir müssen eigentlich in Simis hier gehen, oder? Oder halt ja. Kamaim, aber Kamaim stirbt halt dann. Ja, Simis hier, go. Oh, aber dann müssen wir uns effektiv zu hitten, ne? Weil das Ding kann ja nichts. Oh, kann, jetzt kommt, wenn die sicher Surfer kommt, nur dann breche ich ab. Denkst du, kommt Surfer? Ich glaube nicht, das Ding ist physisch. Also, obwohl es kann. Also, der wird Multitech spielen, heißt, er wird wahrscheinlich am Ende auch physisch sein. Außer der spielt natürlich jetzt die übelste, den übelsten Kacksplit. Wo er jetzt irgendwie noch so, so, Achtel, so ein Drittel in Speed, Drittel in Spezi-Tech und Drittel in Attack investiert hat. So ein übelster Rot-Split, der dann irgendwie am Ende funktioniert, weil wir kacke sind. Aber, sehe ich nicht. Jetzt auf also, Multi-Attack macht Jolly 39 bis 6 Flame 10 bis 13%, wenn er voll Attack ist. Okay. Der hat jetzt so 12 gemacht, also wird er auf jeden Fall Attack sein. Okay. Was? Also, wie viel Multi-Attack dann, was er geleckt? Multi-Attack macht halt 39 bis 46 und Flame Charge 11 bis 13. Okay, also ich will jetzt Gang shotten. Clean. Ja, und dann? Dann schauen wir mal, was passiert. Ja, gut. Wir sind hier gerade in der Bag, so ist nicht. Also einfach Gang shotten, würde ich jetzt nur sagen. Hast du was gegen? Nö. Okay. Schalken kommt rein, wie viel machen wir dem? So, jetzt würde ich Makro gehen. Oder? Wir haben gerade keine Rocks mehr, die uns jetzt groß hindern, da reinzugehen. Also entweder Wish der jetzt oder der. Oh, der macht jetzt irgendein. Der geht auf die Dance. Der macht jetzt irgendwelche Shenanigans. Ja, ich will Makro jetzt einfach gehen. Aber was macht Makro dann? Toxen! Der kann einfach in Dings gehen, in Scuntank. Wie willst du sonst gehen gerade? Wie willst du dann gehen? Nee, komm, wir gehen in Mirko und gehen dann in Kamal. Können wir auch mal. Zumindest wäre insane, jo. Wish? Okay, was mit dem Slow? Bisher nix. Okay. Dann jetzt Kamal, ne? Muss er jetzt in. Er würde jetzt sehr gerne in den Scuntank, das wissen wir. Oder geht. Also, die Sache ist, er geht jetzt entweder in den Scuntank oder in Silvelli, weil er will jetzt keinen Flugmove auf Primal fressen. Folglich. In Dreadnought gehen, irgendwas tanken und Head Smash. Okay. Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt auf Head Smash. Wir müssen jetzt so viel Damage wie möglich drücken. Will ich jetzt einmal sagen. Die Sache ist halt, wenn die jetzt rausgehen aus Schalten. Der wischt jetzt einfach wieder. Was wir sagen jetzt machen? SD haben wir nicht. SD wäre jetzt insane, aber haben wir halt eben nicht. Mist. Hätte ich doch lieber auf Rain jetzt verzichten sollen. Ja, passiert. Ja. Ja komm, drück einfach Head Smash. Wir brauchen jetzt ein bisschen Damage. Wow, war ja absolut nix. Er lebt noch! So, protecten die jetzt? Ja, das bringt ihm ja nichts. Also,
Ja, gut, bringt ihm schon was, aber. Aber gleich Roll jetzt. Head Smash! Was soll man gerade machen, Alter? Crit. Ja, könnt ihr jetzt auch einfach in die Walnuss gehen. Wollen wir. Oh, eigentlich wäre das. Stell dir mal vor, er drückt jetzt auf den Head Smash, der bekommt ja KP wieder. Der geht jetzt in die Walnuss. Und wir gehen in ziemlich sehr Kappa. Glaubst du, wie ich dir die letzten Foragers? Ich weiß nicht. Vor allem, ich glaube, Shelgon hat jetzt nicht so die übelste KP-Base. Die vierten der, ich glaube, 65 oder so heißt, so viel hier im Witte damit jetzt auch nicht. Der 65 hatte. Ja, Protect, passt. Einfach mal Head Smash, oder? Danach gehen wir. Oh ne, wir können halt jetzt auch nicht groß boosten, das ist halt jetzt kacke. Ich mag den nicht. Ich mag den absolut nicht. Und mal Murkrow jetzt mal endlich Toxin. Der muss einen Toxic fressen, der Junge. Vor allem, weil er jetzt auch keinen Rest hat. Der hat keinen Rest. Der, wir können ihn clean Toxin. Okay. Probieren wir es halt. Oh, sollen wir einfach mal Head Smash, aber nur, dass wir jetzt, den Clean Switch bekommen, oder sollen wir einfach darauf hoffen, dass er jetzt wischt? Ja, wischt jetzt. Ja, so, Murkrow. Wird der jetzt mit Protect scouten, was wir machen? Glaube ich nicht. Er wird wieder Dragonclawen. Okay, Toxic. Bitte, Murkrow! Okay, immerhin haben wir den jetzt getalkt. Oh Junge! Ja, Murkrow, bitte! 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 Pudi! Pudi! Nochmal Toxic. Was machen wir denn gegen Schergen? Nix. Machen wir aber so nicht mehr. Ja, mit dem Tox haben wir jetzt auch ein bisschen eine Chance, was gegen ihn zu machen. Naja, wir müssen den jetzt eigentlich doxigen, weil der drückt jetzt Flame Charge auf. Und dann greift er halt auch unser Simisear an, weil er dann in Range ist für Multi-Attack. Nee, ist er nicht, wir haben noch 63%. Ja, aber der macht dann 13%, sind wir auf 50 und der ist dann in Range ungefähr. Ja, dann wäre noch nicht in Range für den. Der kann ja auch Adamant sein. Juckt nicht. Bei mir war der. Oh, egal. Ich will jetzt halt Dienste mit dir gehen. Dann mach! Ich mach. Weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht weiter. Jetzt kommen wir schon mal nicht mehr rein? Ach so? Echt? Lass mal Work up. Einfach Gangshot. Ich mag dieses Schergen nicht, warum gibt es keine HPs mehr? Ich will HP 1 auf dem Simisear haben. Der macht dann nur Schaden dann. Hey, dann hätte ich das Ding gespext, Alter. Und das hätte geböllert wie Scheiße. Ja. Ja, Gangshot, go. Ja, Schergen kommt rein. Poison. Jetzt können wir schon mal nicht mehr toxen. Nice. Ah, bei der Gangshotten. Oder? Ja, nee, oder? Aber jetzt so viel drücken wie möglich. Macht Fireblast nicht mehr? Weil. Kann halt gut sein. Simisear, da haben wir einen. Der Flammenfrank. Noch als Item Eviolite rein. Jo, der macht mehr, tatsächlich. Go Fireblast. LOL! Ui. LOL! Der tut ja wie Scheiße!
Sorry. Oh, ein Crit. Aber es macht trotzdem irgendwie 30%. Ja. LOL. Wait, wir haben kein Work, upen sollen. Oder wir haben... Ja, mach nochmal Fire Blast. Wenn ihr es nochmal wischt, gehen wir auf den Protect Clean of Workup. Jo, Workup, go. Oh, wait, lol, der verreckt jetzt. Der verreckt jetzt clean. Alter, Frank, du bist eine Legende. Na, wir sind in Blaze, Bruder, wir sind in Blaze. Ja, stimmt, stimmt. Blaze, Alter. Frank, du bist es. Na, jetzt Workup zu drücken, wir haben schon Choke, ne? Ja, war's auch. Weil der jetzt angreift. Ja, drück einfach Rockslide oder ja. So, ja. LOL? Oh, nein. Ah, wait, Wish kommt früher. Oh. Aber jetzt died er, oder? Jetzt died der, ja. Oh ne, wait, der died nicht. Aber der wird nochmal wischen müssen. Ja, wenn der jetzt wischt, dann stirbt er. Wollen wir in... Wir können Murkrow gehen, wie viel macht der Dark Pulse? Nee, der killt uns, weil er drückt jetzt T-Claw. Ja. Wait. Wollen wir in Dix gehen? In den Slapler rein? Oh, ich habe aussehen gerade den. So. Hey, Dark Pulse macht 34 bis 40. Aber der killt uns jetzt, der drückt jetzt D-Claw. Der greift jetzt an. Das bringt ihm nichts jetzt zu wischen, weil der stirbt. Okay. Am Toxic dann. Wenn der wischt. Das hat ihn absolut nichts gebracht, wenn er wischt. Der macht uns halt nur 33. Der killt uns nicht. Man wäre gerade auf Workup gegangen. Ja, mach halt. Du kannst natürlich auch auf Toxic gehen, weil es ins Valley geht. Aber der wird nicht da drin bleiben. Aber das ist halt auf einer Range, wo der halt jetzt nicht mehr groß irgendwas abfangen kann. Was halt jetzt echt insane ist. Hm. Aber dieses Rasse war halt immer noch nicht drin, ne? Ja. Aber Arthur kann auch nicht CC drücken, um durchzugehen, das ist ganz gut. Heißt folglich, wir gehen auf Dark Pulse. Und wenn der jetzt irgendwas reingetoxen wird, das. Außer mit Scantank rein oder so. Warum geht er denn nicht ins Scantank? Alter, zweiter Kill für Murkrow. Irgendwie, er hat schon wieder gekrittet, aber das hat mal. Der hat nicht gemeldet. Der hat nicht gemeldet, aber das ist halt trotzdem AIDS. Zu sehen, dass wir down kritten. Ja. Warum geht er denn nicht ins Scantank? Was macht er denn? Weil Stellen jetzt nicht verreckt wäre. Ja, aber der hat doch so einen Safe Switch und der hat noch. Ja, stimmt auch wieder. Und dann Angst vor dem Brave Bird. Die wir immer noch haben können, so ist nicht. Dann hat er unsere Spieltage davor nicht angeguckt. Wir haben die Brave Bird. Schon mal Brave Bird. Wir haben einmal ein physisches gespielt, bloß halt, glaube nur V. Wir hatten doch einmal ein physisches dabei. Ich habe leider die ganzen Teams nicht mehr, ich weiß nicht warum, aber. So, da kann sein, dass wir schon mal eins hatten. Und vor allem, heißt, wenn wir jetzt die ganzen Spieltage nicht dabei hatten, heißt nicht, dass wir es nicht spielen würden. Wenn auch bis letzten Spieltag kein Grill Cheater dabei, heißt es, dass wir Grill Cheater gar nicht mitnehmen, oder was? Grill Cheater ist ein... Ja, aber ja, was war Murkrow eigentlich an Kills gerade? Und er denkt immer noch, dass wir Heatwave haben. Ja, eben. Oder Heatwave oder Brave Bird, eins von beiden. Murkrow hat jetzt einfach schon insgesamt 3 Kills, Alter, und das ist ein D-Pick. Der ist insane, der Junge. Der wird noch unser bester Killer, der überholt noch keiner und Zappler rein, Alter. Okay, Tox, go. Der geht aber jetzt auf Flame Charge. Ja, auf was sollen wir gegen jetzt machen? X. Eben, Tox. Wenn wir tanken, gehen wir auf Haze, fertig. Nee, ich glaube nicht. Was sollen wir denn machen außer Toxen? Ja, wir tanken nichts, aber eben. Geh auf Toxen.
Denkst du, der hat Sucker Punch aufs Skuntank? Auf Flame Charge, okay, der killt. Aufs Skuntank, da kann das kann sehr gut sein. So, jetzt die Letras. Go for it. Und Flash Cannon. Clean. Aber dass Mercurius auch so gedreht bekommen hat, Alter. Der ist ein Single. Ja. Und wir haben mit Gritidas Hilfe, Alter. Gritida hat er geböllert, wie scheiße. Ich glaube, in den nächsten zwei Runden haben wir eh verloren. Oder in den nächsten dreien. Weil der uns jetzt, weil der jetzt uns so runterhaut, dass er dann einfach nur einen Knockoff drücken muss gegen uns. Seinem. Vermal Colberberry. Mit dem Wutfussel. Ja, aber wer killt ihn doch in keiner Welt? Hä? Doch, Mann, der hat keinen Bug, der Junge. Wir haben kein Damage-Item. Juck nicht. Komm, wir kritten das jetzt und dann drücken wir. Nee, mal. Egal. Ist die. Okay, Flash Cannon, wie viel machst du? Hier ist wieder mein Problem. Lass mal Kamaim abwerfen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt gerade. Mhm. Es wäre, als wenn wir seelenverwandt. Das ist für Wort, okay. Dreadnought. Sorry, Dreadnought. So. Ziemlich sie abwerfen oder was haben wir jetzt? Aber wer killt dann? Na gut, stimmt. Wir haben jetzt immer noch Electros auf voll dann. Electros und Miss Mages haben beide Feuermoves, so ist nicht. Ja. Dann. Ja, werf sie mich sie ab. Wahrscheinlich kann der eine Sucker Punch und der andere ist schneller und ja. gegen die Walnuss werden die nicht drin bleiben. Nee, oder werden die Walnuss haben jetzt zwei Mons, die halt beide noch einen Feuermove haben. Mal Workup, falls er ja. nochmal ist. Die. Clean. So, Mirko, dritter Kill. Achso, stimmt, das war Mirko Kill jetzt. Ah, der Junge ist insane. So, Electros. Ne? Mhm. So, Electros muss jetzt quasi alle drei Kills vorbereiten. So gefühlt. Okay, dicke Nüsse kommen rein. Der gute Name. Aber mal Flamethrower oder sollen wir. Ja, T-Boden. Ja. Oh, T-Boden, falls sie jetzt rausgehen, weil ich weiß nicht, ob die jetzt unbedingt in die Electros drin. Oh, ja. Wofür bauen sie den noch? Den können sie ja auch throwen, den Jungen. Ja. Wobei wir können den halt gegen den Setup, ne? Wobei, also wenn der Gyroball hat. Gyroball tut halt weh, ne? Ja, nee, drück Flammenwurf. Sturdy. Oh, Ockerberry, okay. Burn, easy. Boah. Der Tox tut jetzt halt ein bisschen weh, aber der ist jetzt eigentlich auch. Dude, egal. Das ist. Alter, das tut wieder so weh. Es juckt halt nicht. Es ist halt gerade kein welchen Mehrwert. Ja. Das ist T-Bolt, go. Drück T-Bolt. Es ist halt. It doesn't matter. Nothing else matters, man. Oh nee, yeah. And nothing else matters. Ja. Never care for what they do. Never care for what they know. Jetzt bin ich ins Skuntank gehen. Dann will ich doch eine reelle Chance zu gewinnen. Alter, ich bin froh, dass der nur noch zwei Mons hat. Das ja, ich bin auch gerade froh drüber, dass wir es irgendwie noch bekommen haben. Ich dachte am Anfang so, das ist ein 6-0. Wir können stolz auf die Hex sein. Und auf uns. Epison Prime. So, wenn Miss Mages. Weil Miss Mages wird vermutlich jetzt nicht gegen Skuntank gewinnen. Mhm. Und wenn der gescoutet, muss er sich jetzt locken und er wird gegen Electros nicht knockoffen. Tipp ich jetzt auch mal. Ja, okay. Wenn er jetzt. Ja, doch, warum soll der denn nicht knockoffen? Wir killen den ja nicht. Ey, komm. Mach.
bleibt drin, oder? Nee, drin bleiben. Wir brauchen Letros. Letros ist das Einzige, was hier gegen Skandank gewinnt. Aber der gewinnt halt auch nicht. Aber da. Gehen wir den denn mit T-Bolt? Das ist am Two-Shot. Ja, aber der drückt ja jetzt Knock-Off und wir sterben dann sowieso. Und warum sollte der denn jetzt nicht Knock-Off drücken? Aus irgendeinem Grund, den ich mir da einrede, damit wir das vielleicht noch irgendwie gewinnen. Drück T-Bolt, Junge. Oder Throat-Chop. Para. Das wäre es gewesen, ne? Ja. Ja, Throat-Chop, weg. Das Mages. Los, Magimonika! Denken wir irgendwie. 1-0. Ja, ist ja wirklich so, immer nur 1-0. So, Power Game, bester Move. Gibt's gegen den. Drück mal. Deine Mixen. Vielleicht haben wir jetzt keinen Dark Move. Warum sollte der keinen? Oder die rücken jetzt auf Sucker und wir auf Core Mind. So komplett random, let's go. Also, Power Game oder Core Mind? Was sagst du? Ja, drück Core Mind. Power Game killt halt niemand. Ja. Kann ja nur hoffen, dass der Joker okay. Mehr macht. Okay, ja. Gründen, ja, klar. Alter. Aber gegen Ende haben wir es halt legit noch irgendwie ein bisschen aufholen können. Weil Murkrow einfach fucking insane ist. Schade. Ja, aber sag mal so, wir haben es da gerade noch das Beste am Ende rausgeholt. Genau. Ich stell mal vor, auf Krita hätten wir jetzt auch irgendwie, also ich hätte jetzt nicht auf Gluck preppen müssen, ne? Stell dir vor, wir hätten SD auf Kamal gehabt. Boah, das wäre ja auch ins. Weil, wie gesagt, stell dir mal vor, wir hätten jetzt nicht auf Gluck preppen müssen. Hätte ich auf Krita und Grassnot gehabt, dass wir nicht erst noch 1000 Mal rumswitchen müssen, bis wir das Golem weg hatten. Ja. Und auf Miss Majors Hätten wir einfach diesen Grassnot gehabt, ne? Ja. Auf Miss Majors einfach ein Dazzling Demon oder sowas. Mhm. Aber jetzt schauen wir noch kurz unsere Kills. Kramux 3. Wer noch am Ende? Miss Mages hat einen. Und wir hatten. Wer hat Sylvie gekillt? Das war. Electros. So. Aber Leute. Das war's jetzt mit dem 5. Spieltag von DSML. Mit einem 1 Stunde 3 Kampf. Ja, warte mal, der erste war doch genauso lang, oder? Der war noch kürzer, das ist bisher der längste. Weil der jetzt auch. Weil der jetzt auch 40 Runden ging, der Kampf. Das war's mit dem Kampf. 1 Stunde lang. Ich glaube, es ist das dritte Video mit über einer Stunde auf meinem Kanal. Thumbs up dafür. Gut. Okay. Und bis zum nächsten Mal, ob jetzt irgendwie noch Nuzlocke kommt, ob jetzt irgendwie noch was Randommäßiges kommt oder ob jetzt wieder SML kommt. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da. Ciao.